Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Man hört vielleicht, ich bin ein bisschen krank. Das liegt daran, dass wir Ferien haben und ich zu Hause bin und krank bin. Aber nicht mehr so doll, wie es noch vor einer Woche war. Bin einfach nur noch ein bisschen verschnupft und verhustet. Ich hoffe mal, da ist er aber doch schon. Gott, was hast du denn da? Ach, dieses komische... Wie hieß nochmal das Zeug da, aus was deinem Helm ist? Wolfram, genau. Ja, ich werde vielleicht, finde ich heute immer ein bisschen Wolfram. Ich will auch mal auf Höhlentour gehen. Die Frage ist natürlich nur, wohin? Beziehungsweise, ich könnte mich auch einfach weiter nach unten graben. Aber das wäre irgendwie mega verwirrt. Ich sehe hier so, warum ist denn der Boden hier aus Stein? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Dann gucke ich so, das Haus ist ja drei Etagen höher als meins. Ach so, ja. Ja, wir sind Spawn, jetzt beide vollkommen raus. Herbert war im Winterurlaub, ich war auch ein bisschen im Urlaub. Hat sich bei mir ein bisschen verzögert. Warst du bei mir oder was? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich war zwischendurch einmal ganz kurz auf dem Server, weil ich irgendwas gucken wollte. Aber eigentlich... Nee, genau, ich habe geguckt... Oh, das war noch so richtig Leben am Limit. Nämlich der Server war dann wieder ausgelaufen und ich hatte kein Guthaben mehr. Und habe ich noch am letzten Schultag das noch organisiert, so ein Ding zu kaufen, ne? Das war echt knapp. So, ich habe nicht umgestellt, dass ich eine Frau bin. Ich bleibe einfach eine Frau. Auch. Was ist denn das hier oben? Das war eine schwere Werkbank, ne? Nee, warte. So. Wir gehen dann einfach mal hier irgendwo in die Höhle. Wir haben so einen tollen Regenschirm, den werden wir mal ausrüsten, dann kriegen wir keine Fallprobleme. Das ist, glaube ich, ganz gut. Nee, den habe ich bei mir auch gefunden, als ich diese einzelne Singleplayer, ne? Ja. Hab ich ein bisschen Erde mit? Oh ja, für genug. 500. Aber ich glaube, dass Jona hier schon drin war, ne? Das ist eigentlich das Quatsch. Ich habe auch einen anderen Regen. Nee, der. Es gibt hier einen Regenschirm, den kann ich aber nicht aufheben. Ja, ach so, ja, du, das ist der von diesen Slimes, weißt du? Die haben doch beim Regen immer. I know. So, wenn ich jetzt keine Höhle finde, grabe ich mich einfach zu Hause nach unten. Also weiter noch. Oh, was ist das denn? Ist das ein Fisch? Oh, die Musik ist schön. Hier ist so ein Goldfisch, der laufen kann. Laufender Goldfisch. Ja. Oh Gott, oh, da kommen jetzt immer... Oh, ich hasse diese Viecher bei Starbound. Die sind alle so eklig einfach. Oh Gott, die machen wir hier fertig. Alter, was ist das? Ach, das sind diese ekligen hier aus der Wüste, ne? Ja, es gibt hier so viele eklige Viecher. Es ist grausam. Also die Wüste nach deinem Schneebiom, die geht voll klar. Da komme ich auch, kann ich auch easy mit leben. Aber die anderen Dinger, ne? Die sind richtig eklig, Alter. Ja, ich weiß. Das hasse ich auch. Ich finde an Terraria... Oh, so süß hier das Vieh. Ach, da ist der Goldfisch. Das finde ich bei Terraria so abschreckend. Das ist hier wirklich so viele... Obwohl das Spiel keine hohe Auflösung hat, es gibt hier so unglaublich viele eklige Viecher. Also wirklich. Ich finde es echt krass, wie man das hinkriegt, dass sie wirklich eklig aussehen. Dann gehe ich mal lieber... Obwohl da eine Höhle war, gehe ich einfach mal in die andere Richtung. Obwohl da wahrscheinlich auch schon alles... abgegrabbelt ist, aber ich will jetzt nicht noch wieder in so einen Gang graben, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich hatte doch mal so viele Seile, ich glaube, das Seile? Hat man noch gar nicht im Let's Play gesehen, ja? Diese Statuen. Ach, hier sind die ganzen Seile. Hi. Hallo. So, ja, Seile ist echt, hier ist noch so ein Vieh, Goldfisch. Seile hat man echt genug, hätte ich nicht gedacht, dass man die wirklich so... Der zuhauf hat. So. Ja, genau, den Goldfisch meine ich. Das hier? Der ist irgendwie aus dem See gestiegen. Süß, ne? So als Haustier würde sie eigentlich ganz gut machen. Weiß gar nicht, ob man hier Tiere einsperren kann. Oder ob die spawnen. Wäre mal interessant. Danke. So, aber wenn du meinst, dass du schon in einem Wüstenbiom warst, was hinterm Schneebiom ist, dann warst du... Nee, da war ich nicht wirklich drin. So, nee, ich bin halt ziemlich weit reingegangen, aber das war halt irgendwie einfach nur Wüste und halt irgendwelche Monster, die aber halb so schlimm waren wie die auf der anderen Seite, also da, wo du halt warst. Na, mir geht's halt jetzt vor allem um Höhlen. Ich will nicht, dass jetzt hier alle Höhlen schon abgegrabbelt sind. Das wäre natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Da hat's übrigens gerade... Und Vieh hat's gerade entschärft. So. Ich habe natürlich jetzt auch kein geiles Schwert, ich habe nur so ein Borealholzschwert. Also da bin ich bei diesen Ameisenviechern oder was auch immer das war, bin ich auch nicht weit gekommen eben. So, habe ich irgendeinen Trank mitgenommen? Das wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Oh, sorry, ich hab ja gar keine... Meine Truhen habe ich ja nur für die Münzen gemacht. Dann habe ich also alles dabei.
Es war ganz schön dumm. Ich bin so, jetzt habe ich meinen ganzen Krempel dabei, also fast keinen Platz, um Sachen mitzunehmen. Gut, ich blöd. Ja, das ist natürlich. Das ist echt hohl. Mann. Ich will jetzt auch nicht zurücklaufen, aber ich muss eigentlich früher oder später eh zurück. Ich sterbe aber wahrscheinlich eh gleich, also darauf kann ich mir ausruhen. Ich kann ja wenigstens mal die Lage peilen. Ich glaube, ich war aber hier auch schon mal. Na gut, da war Schluss, okay. Da war so ein komisches Todesbiom oder so. Das war nämlich, glaube ich, keine Wüste. Das war, wenn du hochgehst mit dem Seil, dann stoppst du nicht die ganze Zeit, wenn du runtergehst. Ja, meine ich ja. Also es war auf jeden Fall bei einem von beiden. Oh, ich meine, ich zucke. Ja, runtergehen kann man auch einfach über die Treppen. Ja, aber das dauert ja ewig. Einfach über die Dings. Oder? Ich finde, es dauert. Also mir geht es halt einfach um die Zeit. Das dauert mir so lange. Also, na, da jede. Frage, obwohl man auf dem Runterweg kann man einfach immer durch. Also muss man nicht immer wieder neu drücken, ne? Da kann man. Ja, genau. Ja, gut, dann. Ja, okay, dann geht das. Dann ist ja okay. Oh, das wollte ich nicht. So, hier warst, glaube ich, du. Sieht so komisch aus hier. Oh, muss ich da mal weg? Scheiße, komme ich da jetzt hoch? Gott. Das schaffe ich nicht. Hä? Okay, das kannst du nicht setzen. So, und hopp. Oh, so, da geht's runter. Ach, was ist das denn da? Das ist aber keine Warum ist. Was? Warum? Was ist das für ein ekliges Vieh? So ein rotes, fliegendes. Ich verstehe es nicht. Na gut. Ich glaube, das kommt hier nicht rein in die Höhle. Was ist denn da? Oh, das ist ein Pinguin. Ich bin jetzt gerade genau parallel zu der Höhle von dir. Mal gucken, ob das hier unten. Ah, ne. Oh, geil. Okay. Cool. Oh, was für ein Glück. Dass genau die Höhle hier weiterführt und dein. Da, wo du reingegangen bist, war ein Star. Gott. Schon wieder so ein ekliges Vieh. Was ist das? Warum? Was ist das? Blutkriecher. Ja, alles klar. Alles klar, Junge. 60 Leben. Was hat so ein Schleim? 35. Ach du Scheiße, das kriege ich nicht hin, oder? Ich habe halt auch keine Fernfähr, so einen Pfeilbogen oder sowas. Habe ich alles nicht. Vielleicht kriege ich hier mal ein bisschen rangelockt. Doch, es geht. Es dauert nur ein bisschen. Warte, ich kann gerade nicht. Okay. Was? Abgeprallt. Nicht abgeprallt. Okay. Ah, bin auf dem Boden, das hat schon gelandet. Ich glaube, hier ist irgend so ein Blutbiom oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Auf jeden Fall, die Geräusche sind schon mal nicht so. Einladen. Ey, das. Was ist das? Warte, ich komme, ich baue das mal ab hier, das Zeug. Ist das Blut? Okay, kann ich gar nicht abbauen, glaube ich. Ach, kann keiner. Das sind halt mehrere von diesen ekligen Viechern. Ach, man muss. Ah. Na gut. Ah Gott, das sind aber so viele, das schaffe ich nicht. Ich kann dir nicht. Also einen kriege ich, aber nicht alle. Ich kriege hier ein bisschen rausgelockt hier. Okay, jetzt kommt er schon, jetzt kommt er schon. Ach, habe ich das jetzt zugebaut? Habe ich noch Boreal? Ach geil, die kommen doch nicht durch. Jetzt kommt da der nächste. Na egal. Mal auf da. Die machen halt auch ordentlich Damage, ne? Die Scheiße. Oh, jetzt 11 Leben noch. Okay. Das ist ja gerade nochmal so gut gegangen. Was ist denn hier? Schattenholz. Geht's dir jetzt bergauf? Das ist nicht das, was ich will. Vielleicht habe ich ja trotzdem Glück hier irgendwie. Was ist das? Der Gang ist ja so unglaublich gerade hier. Bin ich hier gelandet? Jetzt bin ich wieder oben. Naja, das ist irgendwie so ein Kreislauf hier. Oh, was ist das denn da? Eine blaue leuchtende Blume. Sieht das geil aus. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal. Ah ja, genau. Da sieht man es auf der Karte. Aber die Blume will ich haben, die ist mega. Ah, oh, Alter. Okay, hast du schon mal so ein Ding gesehen, Herbert? So eine Blume? Welche Blume? So eine Blume. Warte, greifen die einen an hier? So eine Blume, die im Dunkeln leuchtet. Ich. So eine blaue Blume. Das haben wir geil aus. Ja, ich dachte, so eine blaue Blume habe ich die nicht. Zitterdorn. Geil. Greifen die einfach. Die greifen wirklich an. Ja, ich habe schon 5 Zitterdornze. Jetzt kommt hier so ein Vieh hoch. Oh Mann, ich kann hier nicht in die Höhle rein, obwohl ich gern würde. Aber das Problem ist, dass diese Viecher. Ich glaube, die Fische, die spawnen, die Goldfische, Konrad. Scheiße.
Jetzt habe ich sterbe, okay. Egal. Du kannst Zitterdorn aber nicht widersetzen, ne? Nee? Ich habe aber Zitterdorn Saat bekommen. Ach so. Ich hab normal Zitterdorn. Okay, was ist mein Inventar erstmal? Ich noch viel Saat davon. Mann, ich will mich aber nicht einfach nach unten graben, aber da. Ich. Zitterdorn Saat. 8. Oh Gott. Das Problem ist halt, wenn ich in diese blöde Höhle gehe, komme ich nicht weit. Und in die andere Richtung komme ich auch nicht weit, weil da die Wüste ist. Das Ganz heißt, doch. Oder ich gehe halt noch weiter. Oder ich gehe halt durch dieses... Wo ist die Karte da? Oder ich gehe halt durch dieses Biom einmal durch. Ja, mache ich. Ich gehe nochmal los. Aber ich muss erstmal eine Kiste machen und mein Inventar mal aus. Ich kann die aber trotzdem irgendwie nicht pflanzen. Wenn man die nur im Schneebiom pflanzen. Bestimmt, ja. Das kann gut sein. Ah, scheiße. So. Kiste. Oder Truhe. Machen wir mal. Was ist da? Gleich 2. So, kleiner Dachboden. So. Scheiß auf System, einfach alles rein, würde ich sagen. Kann man irgendwie alles. Ah ja, genau. Alles ablegen. Zack. Passt gar nicht. Achso, weil es. Ah, cool. Zitterdorn Saat. Kann ich das doch so machen, dass ich auf der einen Seite die Stufen, in der Mitte dann das Seil und auf der anderen Seite gar nichts. Dann kann man erstens auf der einen Seite fallen, oder auf der rechten Seite kann man einfach fallen dann, wenn man möchte. Okay. Wenn man sich nach rechts dreht und dann das Seil benutzt, dann bleibt man. Dann bleibt man auch nicht mehr stocken. So war es eben. Ah ja, genau. Wenn man sich ganz nach rechts dreht, dann bleibt man auch nicht mehr stocken. So. Die Münzen legen wir mal hier rein. Zack. So, dann mach ich mich nochmal auf den Weg. Vielleicht in der Nacht nicht so schlau, egal. Achso, Fackeln. Wartet das. Ach, ich hab gar keinen Scheiße. Das hab ich. Ah, nee, das hab ich in den Truhe gelegt, hoffentlich. Dieses Schleimzeug. Muss auch nochmal in Schneebiom. Ja, habe ich, okay. So, Fackeln. Das Was habe ich jetzt nicht. Gemacht? Jetzt habe ich irgendeine Scheiße gemacht. Spiralseil. Okay. Das kannst du werfen. Hast du so 10 Seile, die irgendwo runtergehen. Okay. So, Fackel. Brauchen wir mal 100. So, den Schleim nehmen wir lieber mit. Ja. Das wäre vielleicht nicht ganz dumm. Fehlt mir seine Dinge. Naja, wirklich mehr. Bisschen sortieren hier. Oh. So. Gucken, vielleicht sind wir jetzt erfolgreich, ja? Perfekt. Jawohl, so wollte ich das. Alles klar. Jonas auch da, ne? Eigentlich? Ja, er meint, der hat jetzt 3 Wochen lang frei. Ja, aber ich kann dir mal sagen, dass. Oh Gott, das war knapp gerade. Ich mach mal eine Spannheit. Jona, wenn du Lust hast, Herbert und ich sind da und spielen Terraria. Vielleicht hast du ja Bock vorbeizukommen. So, schick ab. Gehst jetzt auch los, Herbert? Ja. Okay, sehr gut. Ich brauch Schnee. Schnee? Ha! Sternschuppe. Moins. Ja, ne. Auch noch, ich weiß nicht, Jona meinte, dass 200 Mana Maximum wären. Okay. Ich habe gerade 180. Deswegen, wenn ich noch eine habe, dann kann ich, weiß nicht, ob ich. Da, das eine. Hey! Warte. Hast du schon so einen komischen Helm? Nee, ne? So ein Dingshelm? Weißt du das? Gab's irgend so einen Helm, der mit dem dunklen Licht spendet? Ach so ein Berghelm. Die konnte man nicht bei irgendeinem Typen kaufen. Ah ja, stimmt, das habe ich glaube ich schon mal gefragt. Oh, jetzt passt die Musik ja gerade. Durchgehen, ey. So, ich gehe aber weiter jetzt gleich. Aua. So, ich gehe mal oben lang. Das ist voll episch hier. Es gibt irgendwas, was du anlegen kannst, was dich unter Wasser Licht macht. Das ist okay. Mega cool, das habe ich im Singleplayer gesehen. Das ist die Höhle, wo du so abgesahnt hast, ne?
Ja, genau. Ja. Da, wo du reingehen wolltest, aber es nicht getan. Ja, genau. Zu meinem Glück. Ich finde übrigens, dass dieser, dass dieser Berg... 200 Mana, aber keine Mana-Waffe. Guck mal, dieser Berg sieht aus wie so ein Schlund von irgendeinem Kopf. Oh mein, geil. Du hast auch gerade die Musik, ne? Ja, ja. Passt, ne? Die gerade so spannend ist hier? Ja. Ja, ne? Okay. Ich dachte mal, das wäre nur meine Ingame-Terrarie. Nee, nee, das, nee, sowas gibt's hier leider nicht. Doch, ja. Gibt die einzelne Millionen, gibt's. Ja, ich... Nein, ich meine jetzt so eine schöne Musik. Ach so. Obwohl die eigentlich, also wie gesagt, vom Stil her ist die ja wirklich relativ ähnlich. Die ist echt ähnlich. Cool, ja, so ist die. Nicht schlecht. Oh, fuck, jetzt will ich schon sterben, ja, oder? Ich wollte, ja. Ich meine, auch so ein Lappenschwert, das ist das größte Problem. Ja, Alter. Ich habe halt so ein Wolframschwert und halt diese Schneekanone. Die Schneekanone macht alles. Oh Gott, hier sind die viele Viecher. Alter. Alter. Raum? Alter, was für ein Jump'n'Run gerade. Ich brauche unbedingt Tag, Alter. Ich schau das nicht länger aus hier, das Gerammel. Scheiße. Ich hatte übrigens die Idee, was heißt die Idee, bei mir ist letztens beim YouTube gucken, ein Film über den Weg gelaufen, den ich schon mal vor ein paar Wochen gesehen hatte, und zwar Ready Player One. Okay, sagt mir nichts. Nee, nee, den würde ich gerne mit euch gucken, ehrlich gesagt. Okay, ja, ich will sowieso was, wir müssen sowieso nochmal treffen. Weil? Jetzt am besten, nee, ich will mit euch unbedingt zusammen, genau. Shutter Island gucken. Vielleicht schaffen wir das ja, dass wir jetzt uns am letzten Wochenende nochmal treffen. Weil? Oder? Ach ja, weil dieses komische Ding, was nur mir Schaden gemacht hat, das war richtig komisch. Hier war irgendwas in der Höhle, was mir Schaden gemacht hat, aber dem Ding selber nicht, egal. Fuck. Das ist halt irgendwie so ein Film, wo im Jahr 2500 irgendwas. Kann man nirgendwo mal hin, außer in die Oasis, und dann ist irgendwie Krieg und sowas, und es hat aber mit Videospielen zu tun. Ja. Ich habe im Trailer zum Beispiel, habe ich nämlich Tracer entdeckt auch. Ach mit was. In den Krieg zieht. Also es ist echt... Okay. Das wusste ich, also hätte ich echt Bock drauf. Da wurde gerade ein Zombie von der Sternschnuppe erschlagen. Nice. Also glaube ich, ist da so aus. Och man, jetzt muss ich... Och man, jetzt muss ich schon wieder laufen. Warte, ich weg. Mal... auf Eis so schnell, ey. Mhm. Bist du wieder unter Wasser? Unter in der Höhle, meine ich? Ja, ja. Ja. Ich gehe jetzt noch mal in die Höhle rein, werde mich dann am Ende, wo es dann das aufgehört hat, glaube ich, noch mal tiefer graben. Vielleicht entdecke ich noch irgendwas. Ja, ich überlege auch, ob ich keine Lust, in irgendeinem Wüstenbiom durchzulaufen und dann... Ja, haben wir ätzend. Da irgendwo, weil da sind die Dings halt echt scheiße. Aber halt bei dem Schneebiom, es geht dann noch weiter. Ich wurde einfach nur gerade, weil Nacht ist, wurde ich gerade gekillt. Ich war halt schon mal, vielleicht mal auf die Karte gucken, ich war halt schon hinter dem Schneebiom. Ja, und da war nichts mit Höhle, oder? Oder und so. Und da war halt Wüstenbiom. Nee, ich meine, aber in dem Schneebiom kam keine Höhle mehr, oder? Ich weiß es nicht. Man kann sich ja auch runtergraben und dann irgendwie. Ja, aber guck doch mal, ob, ich meine, man sieht das ja, ob da noch was passiert. Warte. Wann ist Escape, ne? Nee, M. Also ich sehe da schon was, wo es runtergeht. Doch, ich bin in der Wüste. Da. Das war lustig. LOL. Was denn? Das ist exakt die gleiche Map wie im Singleplayer. Oder bin ich komisch? Kann schon sein. Ich grab mir jetzt noch unter. Also vor, also wenn du, ich weiß nicht, wer du gelaufen bist. Aber. Warte, bitte. Woran orientieren? Ja, das ist vor der Wüste, kurz bevor da so ein kleiner Wüstenberg kommt, im Schneebiom noch. Ja. Also ein roter Blutberg im Schneebiom. Noch da einer? Ist... Ein zweiter noch? Oder ist das noch... Nee, nur ein sich. Ich weiß, im Wüstenbiom bin ich irgendwo runtergegangen, aber hab dann, glaube ich, aufgehört da. Weil dieses rote Blutding, da bin ich schon reingegangen. Achso, ja, genau. Und davor war auch so ein Eisberg. Da genau, ist ja. Eine ja, kleine ja. Öffnung. Ja. Da ist aber alles dunkel dann. Ist das zu Ende? Oh, ist da bist du unten rein und da war Endstation. Aber dieser... Nee, Quatsch, da bin ich rein. Da bin ich rein, stimmt. Da. Und da kamen dann halt diese roten Viecher da, weißt du? Und da hat dann keine Lust mehr. Nee, dann sehe ich da erstmal nichts weiter. Aua. Okay, dann grabe ich mich jetzt nach unten. Jetzt gucke ich hier nochmal... Was ist denn da unten los? Heilige. Jetzt kriege ich die Tür nicht auf. Willst du mich verarschen? Okay.
Also, okay, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Nein. Das ist eigentlich... Oh, jetzt habe ich wieder okay Google gesagt. Sorry.